Ja, hallo Freunde, und weiter geht's. Und wir haben endlich eine Lösung gefunden. Wir brauchen nur einen anderen Traktor, den Deutz, und der zieht hier mit 7 km/h das ganz locker hoch. Sollte hier eigentlich auch keine Probleme machen bei der Steigung. Naja, vielleicht doch. Nee, selbst hier packt das. Also der Deutz ist das perfekte Teil, um hier alles nach oben zu beschaffen. Das ist ganz klar. Wenn auch langsam, aber es funktioniert und er dreht nicht durch und perfekt einfach. Also den Lamborghini können wir hier vergessen. Bei solchen Lasten ist es komplett unmöglich. Und selbst bei 50.000 dauert es wirklich eine Weile. Also mit 5 km/h. Aber er kommt nicht unter 4 km/h. Also bei 2, 1, da merkst du dann schon, der packt es nicht mehr. Aber hier kann man sagen, packt das. Natürlich bräuchte man mehr Leistung. Man bräuchte eigentlich hier einen Originaltraktor. Maximal noch, wir wollen ja keinen John Deere nehmen. Gut, der Xerion wäre auch noch richtig geil hier. Ein schöner Glas. Hat immerhin 330 PS. Oder ein Fendt. Da müsste aber auch einer sein, der nicht durchdreht. Wir wollen hier ja keine riesen Traktoren verwenden. Oder wir schauen zu den Originalfahrzeugen. Da würde mir nur in den Sinn kommen, entweder der 320 oder der 435, dann eher der 320. Hat immerhin 60 PS mehr Leistung. Der sollte das, denke ich mal, auch gut schaffen. Nur der kostet halt eine Stange Geld. Und so viel Kredit aufnehmen ist, glaube ich, zurzeit nicht. Also irgendwann später könnte man sich den leisten. Den Steyr will ich behalten, aber der Steyr zieht nicht so brutal gut und der Lamborghini auch nicht, weil es beide Mod-Traktoren sind. Und der hier ist ja von der Leistung, glaube ich, nicht angetastet oder vielleicht sogar noch ein bisschen erhöht worden, sodass er das wirklich alles gut packt. Da bin ich auch froh drum. Ja, wie gesagt, ein Gewicht wäre natürlich auch nicht verkehrt. Das kuppeln wir jetzt nochmal schnell an. Den Lamborghini können wir zum Hof zurücksetzen. Der bringt uns jetzt hier nicht mehr viel. Das machen wir jetzt sofort. Das habe ich schon zum Hof zurückgesetzt, glaube ich, genau. Oder ist er immer noch da unten am. Ne, der ist immer noch da unten. Zurücksetzen. So, jetzt ist er hier neben uns. Perfekt. Dann kann er hier seine Arbeit verrichten. Dann wird wahrscheinlich der Deutz unser wichtigster Traktor hier werden. Weil er einfach am besten zieht. Sowas wie den Lambo oder den Steyr können wir halt verwenden, wenn wir keine Anhänger ziehen müssen. Also vielleicht zum Mähen sind die gut oder für andere Sachen. Wir sollten hier das mal ein bisschen verteilen, so, damit das. Ich weiß gar nicht, wie schnell das Silo voll wird, aber ich denke schon relativ schnell. Ja, wir sehen schon, wir haben jetzt 68.000, 27%. 65.000 mal 4 wären 240, 260.000, würde ich so mal sagen, was da reinpasst. Ja, wir düsen jetzt erstmal weg hier, solange wir das hinbekommen. Frage ist, wo geht jetzt dieser Weg hin? Aber nicht dahin, wo ich meine, oder? Doch! Ja, das ist wieder das Schöne, wenn die Bäume hier so blöd platziert sind, dass du nicht durchkommst. Freunde, hier ist ja auch ein alternativer Weg. Naja, und dann fährt man vorhin in den Baum rein, das war klar. Na, hier kann man dann über die Wiese runterfahren, das ist auch gar nicht so verkehrt. Vor allem, man hat keine hohe Steigung, zumindest sieht es so aus. Also, man kann hier besser runterfahren, das ist natürlich gut. Und hier kommt man dann raus unten wieder bei der Kiesstraße. Perfekt ist das, finde ich. Und dann können wir uns aufmachen zum nächsten Feld. Das dürfte dann das Feld da oben sein, wo ich gesagt habe, da müssen wir dann hochfahren. Das wird ein bisschen mühsam, aber gut. Das Gute ist, dass wir keine hohen Steigungen vom Wald zum Hof machen müssen, was das Holz angeht. Wenn wir uns mal die Karte anschauen, da müsste ich die Karte jetzt mal erst einblenden. Sehen wir ja, wir haben oben zwei Waldgebiete. Einmal hier bei den Schlangenlinien, das ist richtig kompliziert. Das da oben, das ist vielleicht noch einfacher. Wir müssen aber nur hier zum Tal, wo das Biomasse-Heizwerk angezeigt wird und nicht hier noch irgendwo hoch. Das heißt, wir müssen nur den Berg runter. Und das ist das Gute, nicht berghoch. Denn dann viel Spaß. Hätte ich wirklich gesagt, viel Spaß, ja. Nee, aber so geht das dann viel besser. Und dürfte passen. So, jetzt fahren wir aber erstmal hoch und dazu brauchen wir noch unsere Karte.
Zuerst soll aber hier der Krone mal versuchen, hier das einzuklappen. Perfekt. Na, okay, lass mal den Krone mal vorfahren, aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Okay, das, was ich mir gedacht habe, wir müssen das ohne den John Deere Überladewagen machen. Ganz klar, sonst schafft das nicht. Na gut. Dann mal hoch mit dem Teil. Ja, er hat es halt ein bisschen schwer hier hochzukommen, aber da vorne ist das Feld irgendwo. Vor uns, perfekt. Jetzt sag mir bitte nicht, dass das nicht... Oh, es ist Mais, okay, es ist Mais, es ist perfekt. Es ist wirklich super. Und es ist... Boah, schaut euch mal die Schlangenlinien an. Viel Spaß, Freunde, viel Spaß. Da hat der Helfer seine Problemchen, aber okay. Wir schauen, dass wir das hinbekommen. So, Lamborghini erstmal kurz einrangieren. Ich hasse es, wenn überall alles am Hof rumsteht. So, wir hätten ja noch ein Güllefass. Wir haben noch viele Sachen, die wir wahrscheinlich nie benutzen werden. Das ist das Lustige daran. Haben wir jetzt überhaupt einen Schwader? Das würde mich auch mal brennend interessieren. So, dann müssen wir jetzt erstmal unser Grain Cart hochbringen. Super, mein Handy klingelt wieder laut, das ist perfekt. Ich hasse das. Einfach so ewig laut. Obwohl du nicht mal WLAN an hast, das ist wirklich nervig. So, ihr seht schon, wir kommen hier hoch, wie als gäbe es kein Heute und Morgen. Der hat Power unter der Haube, der Deutz, das ist wirklich ein Traum. Der perfekte Trecker, Traktor für die Karte. Für Zuckerrüben, für 12 Stunden. Freunde, das könnte mal spannend werden. Schauen wir mal. Ja gut, wir haben 17.000, ist es das wert? 1.300, das wären dann 25.000 Euro. Ich glaube nicht, dass es das wert ist. Vor allem, wir haben hier so große Anhänger. Super, Freunde, mein Timer ist weg. Nee, läuft noch. So, Zuckerrüben, ich glaube, das lohnt sich jetzt erstmal nicht. Wir konzentrieren uns jetzt mal aufs Häckseln. Wir wollen natürlich ein bisschen Geld haben, aber ich denke mal, das sollte sich machen lassen. Weil wir eben die 17.000, wir haben keine kleinen Anhänger. Das lohnt sich so dann quasi gar nicht. Ich fahre nicht extra mit dem Kröger wegen 17.000 runter und wieder hoch. Dann brauche ich da ewig dafür. Dann müsste ich dann so einen kleinen Fliegelanhänger nehmen. So, jetzt holen wir uns noch schnell den Bergmann. Ich finde, es war eine gute Idee, dass wir hier den John Deere Überladewagen nehmen und nicht gleich den Bergmann, weil der noch schwerer zu kontrollieren ist, weil er noch länger und schwerer ist. Auch wenn beim John Deere mehr reinpasst, muss man auch so sagen. Aber der Deutz ist wirklich so ein Massakertier, also das reißt euch alles. Das ist ein toller Traktor, wirklich super, super Sache. Der hat wirklich, also der ist wahrscheinlich einer der besten Leistungstiere hier im Spiel von den Originaltraktoren. Dann auch bestimmt der New Holland natürlich. Mal abgesehen von den Knicklenkern. Der Case ist eher, der Case Magnum 380 CVX oder so, ist eher halt so ein Feldtraktor. Keiner für die Straße. Eigentlich auch bei den New Holland so. Ja gut, ist eher so ein Mittelding, aber Deutz und so weiter sind sowohl für die Straße als auch für Bodenbearbeitung, genau wie Fendt und John Deere eigentlich. Ja, auch ein bisschen weniger. Also ich sag mal, hauptsächlich Klaas, Deutz und Fendt sind eher so Straßentraktoren, mit denen du immer hohe Lasten ziehst und so weiter. Natürlich, Bodenbearbeitung kannst du damit genauso machen, nur primär eben, wenn du
Wenn du bei irgendwelchen Videos Traktoren siehst, die dann einen Dreiachser Häckselwagen hier ziehen, dann ist das zu 70% oder 80% immer ein Fendt. Weil ihm auf der Straße so rund laufen, aber ansonsten. Ja, Freunde, rückwärts fahren. Ankuppeln. Und Drescher anschalten. Sorry, Häcksler. Und er häckselt das, was er machen soll. Sehr schön. Perfekt. Dann können wir jetzt richtig loslegen. Aber ich bin mal gespannt, hier hochzukommen. Ist auch bestimmt nicht einfach. Das glaube ich wirklich nicht. Wenigstens haben wir jetzt halbwegs Platz zum Umdrehen. War komisch, dass das Grain Card so beim normalen Häckseln total gut funktioniert, aber kaum hast du mal eine Steigung oder eine Strecke zu fahren, kriegst du es nicht hin mit dem. Das ist echt komisch. Naja, davon lassen wir uns mal nicht beirren. Wir fahren jetzt hier mal hoch, aber das Feld ist jetzt auch nicht riesig, deswegen kommt wahrscheinlich hier jetzt auch nicht so viel zusammen. Ich will halt schon schauen, dass wir mindestens ein Silo voll bekommen. Aber wir müssen jetzt bloß mal anschauen. So, wir sind hier bei den drei Feldern. So gut, ja. Das Feld ist irgendwie nur zur Hälfte angezeigt. Oder es ist bei allen Feldern so, bei den dreien hier. Die werden alle nicht so groß angezeigt, wie sie tatsächlich sind. Und jetzt schau dir mal das obere Feld an hier. Das ist riesig Mais und das ist auch nochmal Mais. Also, wenn wir die zwei noch haben, haben wir garantiert ein bis zwei Silos voll. Und das ist jetzt eigentlich meine Intention, dass wir das hinbekommen, dass wir die zwei Silos voll bekommen und dann ordentlich Silage zum Verheizen haben. Für die Kühe, wir brauchen sie ja nicht so für die BGA, wir haben ja hier keine, deswegen ist das ganz sinnvoll. Naja, aber er schafft sie auch relativ gut hoch, also bis jetzt gibt es für Häckseln keine Probleme mit den ja sehr lustig geformten und ja, von den Höhenunterschieden krassen Feldern. Bis jetzt klappt da alles. Das ist sehr schön. So, da, perfekt. Das klappt schon mal. Und noch runter. Ja, ich denke mal, wir werden hier auch nicht voll werden. Maximal einmal. Es kommt mir wirklich so vor, als wären die Felder nicht gedüngt. Also, ich weiß es nicht, aber kommt mir so vor. Wäre natürlich richtig doof, aber normalerweise sollten alle Standardfelder gedüngt sein. Wer das nicht macht, der. Da werden sich die Spieler sicherlich nicht bedanken. Aber wir sehen schon hier das Feld. Das hat richtig tolle Formen. Das ist richtig geil. Das macht auch total Spaß, wenn wir schauen, wie das so verschlungen ist. So vom Hang her drei verschiedene Höhen. Ja, das ist schon einzigartig. Kenne ich nicht viele Karten, auf denen das so. Auf denen einzelne Felder so. Ja, so krass sind, ne? So. Wieder da. Das Lustige ist, man weiß oft gar nicht, ob das Maisgebiss sich jetzt hebt oder nicht, weil es teilweise so ein geringer Unterschied ist. Das ist echt. Naja, ich finde das nicht so toll. Aber wenigstens können wir jetzt hier mittig schön hochfahren. Wir haben gerade rein. Das ist eben immer das Schöne hier beim Mais. Und Gott sei Dank wurde das ja auch im LS15, sag ich mal, so integriert, dass man jetzt halbwegs die Maisreihen abzählen kann und sich nach den Maisreihen richten kann. Das ging ja im LS13 absolut gar nicht. Aber das müsste man eigentlich auch noch viel besser machen können. Garantiert.
Ja, 40%, also ich sag's euch, mehr als 60 werden wir hier, oder allermaximal 80%, 70% würde ich sagen, bekommen wir hier nicht raus. Das ist echt schade, aber 70% sollten auch reichen, weil wie ich sagte ja schon, es passen 60 rein, 60.000, und wir hatten bei 50.000 jetzt schon Probleme und 55.000 passen in den Bergmann rein, also da darfst du schon, ja, gut fahren, damit du das hinbekommst. Was ich aber auch ganz komisch finde, schaut mal her, wir haben keine Maisstoppeln. Wie unlogisch ist das denn? Wir haben doch den Job Straw Mod drinne. Der funktioniert anscheinend auf der Map nicht. Weil wir sehen, ich sehe null. Ach, okay, wir häckseln ja, stimmt. Aber trotzdem müssten die Mais, Stümmel da sein. Die sind aber nicht da, das ist echt bescheuert. Also das sieht gar nicht gut aus, finde ich. So, Freunde, letzter Endspurt. Dann ist das Feld auch fertig. Also das ist, ich finde es gar nicht mal schlecht, dass die Felder nicht so groß sind. Weil man hat dann halt mehr Felder. Das heißt, wir haben jetzt hier 5 Maisfelder, soweit ich weiß. Aber wir haben hier halt jetzt schon 3 und das in zwei Folgen. Das geht halt doch wie geschmiert. Und man sieht das, was ausgerichtet ist. Ich frage mich trotzdem nur noch, wie wir das hier mit dem Holz hinbekommen. Am sinnvollsten ist eigentlich, ich hole mir den Brux, ich fahre da hoch und hau alles kurz und klein und fahre dann die Häcksel, das Häckselgut, also die Hackschnitzel weg. Weil ich glaube, im Holz brauchst du da nicht groß anfangen. Wir werden es versuchen, wenn es gut klappt, machen wir es weiter so. Dazu brauchen wir aber auch einen Ponzi Scorpion. Und die Frage ist dann, ob wir damit halt eben auch in dem engen Wald zurechtkommen oder ob wir alles per Hand schneiden müssen. Aber das ist dann auch doof wegen der Baumlänge. Also da wäre der Ponzi Scorpion eigentlich undenkbar, den nicht einzusetzen. Dann müssen wir den aber noch kaufen. Deswegen brauchen wir noch einiges an Geld. Das werden wir wahrscheinlich so nicht zusammenbekommen. Deswegen muss ich da jetzt dann wieder ein bisschen cheaten. Geht nicht anders. Weißt, du schaffst es einfach nicht per Hand bei immer 5 Meter Stellen. Wenn du, sag ich mal, nach hinten keine Grenzen hast, wie beim Fliegel Timberrunner, der Original ja, der ist. Aber sonst schaffst du es nicht. Oha, hier, was ist jetzt los? Oh, das war jetzt gar nicht gut. Ja, Freunde, ihr seht schon, wir machen Fortschritte, also es geht wirklich voran, das finde ich super. Besser als wenn man nur ein Feld hätte, bei dem man ewig und 3 Tage. Oh, Scheiße! Der haut mir ab! Der rollt ja. Das wusste ich gar nicht, dass er das macht, aber das ist Realismus. Handbremse nicht angezogen und schon passiert sowas. Ja, Freunde, das ist ein richtig schönes Bild, kann man sagen. Wir machen dann mal auch einen richtig schönen Screenshot. Genauso, so ungefähr so hier von der Perspektive. Das sieht es richtig geil aus. Da kommt das Grün auch schön rüber. Ach, ich liebe solche Screenshots. Wirklich. Mit Licht sieht es einfach nochmal so viel besser aus. So viel geiler. Ja, Freunde. Und wir fahren jetzt ab. Wir haben zwar nur noch 34 Sekunden auf dem Timer, aber wir fahren jetzt ab. Und wir haben 40.000, mehr war es nicht. Also gar nicht mal so viel. Ich hätte mir ein bisschen mehr erträumt. Aber gut, Freunde. Hilft nichts. Wir fahren jetzt da querfeldein über die Wiese runter und machen lauter Fails. Naja. Ich versuche mein Bestes realistisch zu fahren. Aber dann seht mir das auch nach auf der Karte. Ist das nun mal
enorm viel schwerer als woanders. So, wir fahren jetzt, wir versuchen es zumindest noch kurz hier bis zur Steigung rüber zu fahren und dann ist die Folge auch vorbei. So, wir sind viel zu schnell gewesen. Genau, Freunde, hier das war das, was ich meinte. Hier ist nochmal so ein Silage-Silo. Aber das ist, das hat keine Priorität, weil es hat keinen Sinn hier unten. Für was? Du hast hier nichts und du hast keine Kühe, keine Tiere hier unten. Du kannst dir nichts verkaufen, keine BGA, nichts. Ja, wir fahren doch noch hoch, glaube ich. Wir schaffen das jetzt noch. Dann seht es mal mit maximaler Power, dass wir das schaffen. Wir haben jetzt ja auch nur 10 Tonnen weniger, also jetzt müssten wir es eigentlich lockerer schaffen als vorher. Das müsste jetzt wirklich gut klappen. Möchte ich mal meinen. Ja, ihr seht schon, gut, er geht auf 8, 7 km/h zurück. Wir waren ja hier mal bei 4. 6 km/h, also im Prinzip 2 km/h mehr oder 3 km/h. Das macht das schon aus. Das Gewicht finde ich aber auch super platziert. Das ist schön nahe dran. Denn desto länger der Traktor, desto blöder ist es zu manövrieren. Also, ich schätze mal selbst, er kommt hier bei der Steigung hoch. Schau ich das mal an. Das ist echt genial. Das ist unglaublich, wie der das schafft mit 6 km/h. Was viel ist für das, dass der da hochkommt. Also das ist echt unglaublich. Wahnsinn die Leistung von dem Teil. Wahnsinn. Obwohl, wie viel Prozent haben wir drin? Gerade mal die Hälfte ist voll. Seht ihr mal. 40.000. Oh scheiße, Freunde. Wir haben den noch mal aufgemacht hier. Den Bergmann haben wir auf 80.000. erhöht. Ihr seht schon, das sieht nämlich dann nach außen zu nach der Hälfte, aber wir können hier keine 80.000 reinmachen. Auch 55.000 sind schon zu viel. Den können wir hier sowieso nicht voll machen. Wir müssen hier nicht über 50.000 gehen, dann ist noch alles möglich. Auch wenn hier mal 80.000 reingepasst hätten oder haben, jetzt ist es nicht mehr sinnvoll, das zu machen. So, wir hätten jetzt eigentlich unseren Silage-Stand. Müssen wir kurz nochmal schauen, haben wir irgendwas ausgeblendet? Genau, automatische Hilfe war aus. Verdichten, verdichten, das geht auch schnell. Jetzt schaut mal her. Und nächste Reihe, nächste Reihe. Nächste Reihe. Perfekt, so kann man halt das richtig schön ein bisschen dosieren. Perfekt. Ich finde, das sieht richtig gut aus jetzt. Also 100.000 ist, wie gesagt, es passen, ich sag maximalst 110.000 wären 45%, 120.000, 250.000 maximalst. Okay, das ist jetzt gar nicht mal so wenig. Mal zwei Silos wären das 500.000. Also 5 volle Ladungen für die Mischstation, das ist eigentlich ausreichend, Freunde. Und schon haben wir verdichtet. Wir können jetzt das schon gären lassen. Aber wir warten damit noch. Ja, Freunde, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder. Jetzt kommen erstmal wieder die paar. Die nächsten Let's Plays werden wieder von der Silent Valley sein. Ganz klar, abwechseln. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Mario von Wolfsruhe. Ich hoffe, euch hat's gefallen.